Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Tech It. Ja, wir sind ja dabei, gerade den Macerator und den Ofen nochmal neu zu bauen, wegen unten, also dass wir den unten mit anschließen können, sodass wir die Erze und so weiter, die gesammelten, nicht selber maceraten müssen und dann in den Ofen tun müssen, damit wir die Erze daraus bekommen, beziehungsweise damit wir die Ingots, also hier die Barren daraus bekommen. So, machen wir mal weiter. Wir machen definitiv einen Rotary Macerator daraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Refined Iron brauchen wir. Das ist ja zum Glück unten alles schon angeschlossen, sodass wir das einfach nur noch bestellen müssen. Selbst das müssen wir ja noch nicht mal mehr selbst herstellen. Advanced Machine Block, da brauchen wir Bronze für. Haben wir noch Bronze? Wir haben keinen Bronze mehr. Das heißt, wir brauchen Zinn. Wir brauchen Kohle. Nehmen wir mal einen Stack. Wir brauchen Kohle, wir brauchen Zinn, wir brauchen Refined Iron, brauchen wir noch mehr. Dann mache ich nochmal 6 oben drauf. Und wir brauchen Kupfer. Haben wir leider nicht so viel. So. Und wir brauchen... was brauchen wir denn noch? Zinn? Bronze? Nee, das war's eigentlich. Das müsste es eigentlich gewesen sein jetzt. So. Wir brauchen ein bisschen Zinnstaub. Wir brauchen ein bisschen Kupferstaub. Dann können wir uns ein bisschen Bronze craften. Ich glaube, das war so, ne? Tatsächlich. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr. 3 jeweils, das heißt, wir brauchen 6. Zack. So. Ich mache jetzt lieber ein bisschen mehr, falls ihr euch wundert. Weil für den Ofen brauchen wir, glaube ich, auch einen Advanced Machine Block. Und dann haben wir den gleich. So, dann werden wir hier mal... Zack, 2 davon bauen. Dann haben wir dann 4 davon. So. Ach, das ist Holzkohle. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Das ist Holzkohle, das ist die richtige Kohle. So viel haben wir tatsächlich auch nicht mehr davon, ne? Von Kohle. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht müssen wir das auch mit dem UU-Meter dann irgendwann herstellen, wenn wir nichts mehr finden sollten. Aber ich denke mal, irgendwann werden wir das schon alles finden. Ach, einen Maschinenblock brauchen wir dafür ja auch noch, ne? Ja. Vielleicht sollten wir den unten auch mal mit einbinden, so oft wie wir den brauchen. Den Maschinenblock. Und das Refined Iron drumrum, warum ich jetzt noch 2 über habe, da weiß ich zwar selber nicht. Ach so, weil es komplett rum muss. Ha! Kein Wunder. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Hebel. Den bauen wir uns auch noch. Und dann brauchen wir noch den Ofen. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch 2 Basisrohre. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die noch haben. Müssen wir wieder mal ein paar bauen. Aber erstmal bauen wir den Ofen. So, Induktionsofen. Dafür brauchen wir den Electric. Den dürften wir eigentlich noch haben, oder? Nee, tatsächlich nicht. Da hatten wir ja letztens noch einen von. Einen Iron Furnace, 2 Redstone. Und einen Electric Circuit. Ha, brauchen wir Kupfer. Nein! Oh, wunderbar. 14 UU-Meter.
Perfekt. Dann können wir uns ja einiges an Kupfer schon mal machen. Supi. Und diesmal werde ich es, glaube ich, nicht verkacken. Hoffe ich jedenfalls. Jawohl. Zack. Zack. Na, 40 Kupfer, das ist doch... Ist ja ein Traum, ist das ja. So. Na, ich packe erstmal die Hälfte rein, weil wir brauchen noch Kupfer. Obwohl, davon auch nochmal die Hälfte. So, und nochmal. Wir brauchen einen Electric Circuit. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Zwei Redstone und einen Iron Furnace. Können wir nicht den sogar bauen? Iron Furnace, den können wir doch bauen lassen. Genau. Iron Furnace und Redstone. Hoppala. Redstone. Ja, mal 10. Egal. Den Rest können wir ja wieder reinkloppen in unser System hier. So. Dann haben wir den Electric Furnace schon mal. Und jetzt brauchen wir noch einen Advanced Machine Block. Zack, 4 davon. Moment. Jetzt. Dann brauchen wir noch einen Machine Block. So, wunderbar. Ach, Quatsch, da. Wo ist er jetzt? Da ist das Refined Iron. Ein Advanced Machine Block. Electric Furnace, Advanced Machine Block, Kupfer oben drüber. Und da haben wir den Induction Furnace. Und dann brauchen wir hier auch wieder einen Stock und einen Pflasterstein für einen Hebel. Bauen wir den auch gleich. Zack. So, dann haben wir das auch schon mal. Dann brauchen wir jetzt noch Basisrohre. Logistische Basisrohre, genau. Und dafür brauchen wir Diamanttransportrohr. Einmal das Craften, das reicht ja. Goldzahnradglas. Moment. Wir brauchen Gold. Diamantrohr. Und Glas. So. Dann können wir das schon mal maceraten. In der Zeit können wir schon mal die zwei Goldzahnräder vorbereiten. So, dann brauchen wir jetzt so langsam das Gold. Zack, dann haben wir die Goldzahnräder schon mal. Und dann können wir es eigentlich schon bauen, ne? Nee, fast. Blödsinn. Da brauchen wir die beiden noch. Das Glas außen rum. Die Goldzahnräder und das Diamantrohr. Und dann haben wir die Basisrohre. Perfekt. So, und dann können wir eigentlich sogar schon... Na, fast. Wir können fast nach unten gehen. Ich will jetzt noch mal einmal das Inventar leer machen. Ihr werdet gleich sehen, was das für einen Grund hat. Denn jetzt können wir von vorne noch mal anfangen. Wir brauchen nämlich... Was ist das Erste, was wir eigentlich immer finden unten? Genau, Eisen. So, wir haben hier Eisenerz, da holen wir uns einen von. Wir müssen ja auch immer wieder unten die Rezepte reinsetzen.
Und deswegen brauchen wir da zwei von. Wir brauchen ja noch Eisenstaub. Das heißt, wir werden uns hier jetzt einmal Eisenstaub machen lassen. So, dann, was haben wir dann? Wir haben Gold. Das heißt, wir brauchen Golderz. Und hier haben wir auch noch Golddust. Perfekt. So, das sind die beiden, die wir noch brauchen. Was haben wir dann noch? Wir haben Zinn. So, Zinn brauchen wir auch zweimal. Lassen wir jetzt auch einmal maceraten. Wir haben Kupfer. Ich hoffe, jawohl, wir haben sogar noch Kupfererz. Das ist perfekt. Das müsste es eigentlich schon gewesen sein, oder? Gibt es noch irgendwas anderes, was wir jetzt als Erze hatten? Wird das als Silber haben wir noch? Mir fällt aber sonst gerade nichts ein. Wir können ja mal Ore eingeben. Kupfer haben wir, Zinn haben wir, Silber haben wir. Lead Ore geht ein bisschen anders, glaube ich, oder? War das Lead Ore oder war das Ferrous Ore? Eins von beiden ging nicht im Maserator. Wir werden mal schauen, welches es war. Das Lead Ore, genau. Das Lead Ore geht nicht im Maserator. Aber das Ferrous Ore geht, glaube ich, im Maserator, oder? So, die hier müssen wir eigentlich auch mal alle rausholen. Weil die werde ich da jetzt nicht unbedingt mit einbinden. So, und das Tungsten-Ohr geht sowieso nicht. Das haben, ja, das bringt eigentlich gar nichts mehr. Damals hat das, weil man eine Maschine hatte, die hat mit, je nachdem wie viel EU oder Items man mit EU reingespeist hat, umso schneller konnte die arbeiten. Und Tungsten ist halt eine Sache, die extrem viel EU speichern konnte. Und das hat man dann da einfach immer reingeworfen. Für was anderes war es nie zu gebrauchen. Wir können allerdings mal schauen, unten in unser Rezepte-Tagebuch, wollte ich gerade sagen, was uns Tungsten bringen könnte, weil das sind alles Tränke und. Das steht hier noch, nehme ich noch nicht mal mit drin. Oder habe ich es jetzt einfach nur falsch geschrieben? TUNG. Hoppala. TUNG. Tungsten, das gibt es nämlich noch nicht mal. Gibt es das unter Ore? Nee, gibt es einfach nicht. Das ist hier in dem Rezepteblock noch nicht mal mit drin. Das ist halt das, was schade ist, weil ja, es ist im Game mit drin, aber es bringt irgendwie nichts. Wenn ihr wisst, was man damit machen kann, wie gesagt, ab in die Kommentare. So, jetzt haben wir die ganzen Sachen auf jeden Fall. Ich hatte ja noch das Ferrous Ore rausgenommen. Ich bin mir gar nicht sicher, war es das Ferrous Ore? Das Ferrous Ore geht nämlich auch nicht. Gut, alles klar. Nehmen wir das alles raus. Jetzt nehmen wir die Sachen ja auch mal alle raus. Und die können wir ja hier eigentlich mal einspeisen. Dann kriegen wir hier noch ordentlich was raus. Aus unserer kleinen Höllenexkursion war das ja noch. So, die können wir alle hier einfach reinschmeißen. So, und dann gehen wir nach unten und schauen uns das mal an, wie wir das da am besten. Moment, wir brauchen noch Gold. Goldpipes. Damit wir das Ganze auch verbinden können. So, kommt mal her. Zack. So, und dann gehen wir mal hin. Und schauen uns mal an, wo wir die am besten mit anschließen. Das wird jetzt nämlich die große Frage. Die müssen wir nämlich von oben mit anschließen und die brauchen natürlich auch Strom.
Das heißt, ich wäre schon fast. Wir werden das hier hinten reinbauen. Wir sollten uns dann allerdings auch mal darum kümmern, dass wir hier in irgendeiner Weise durchkommen. Und dass wir hier eine Tür reinkriegen oder so, wo wir dann hinten durchgehen können. Ich glaube fast, ich würde die dann da hinten irgendwo reinbauen und dann da hinten rum oder so. Aber jetzt werden wir hier erstmal... Zack, der kann raus. Wir haben ja hier wieder gleich eine Kreuzung. So... So, genau, hier können wir den Induction Furnace und hier den Rotary Macerator anschalten. Logistisches Basisrohr, Strom kriegen sie, genau, und dann können wir sie hier nämlich mit anschließen. Perfekt. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Hier haben wir ja den Ofen, das heißt, in den Ofen kommt, warum haben wir jetzt jeweils zwei davon? Ach ja, weil wir es ja gemeseraged haben, ne? So, der kommt da rein, der kommt da rein, der kommt da rein, das kommt da rein und das kommt da rein. So, wenn wir es jetzt richtig gemacht haben, genau, dann holt er sich jetzt dauerhaft diese Sachen und ja, haut die rein und gibt sie auch hoffentlich wieder raus. Gibt er sie auch automatisch wieder raus? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, der gibt die nicht wieder raus, ne? Ach, wir müssen ja... Nee, Moment, wie war denn das? Nee, wir müssen da einen Extractor noch mit dran bauen. Wir müssen ja die Extractor-Module mit dran bauen. Stimmt ja. Oder gibt er die gerade automatisch zurück? Nee. Oder? Nee. Ah, wir müssen die Extractor-Module noch mit ranbauen. Können wir... Das ist auch mal interessant. Können wir Hebel von unten ransetzen? Tatsächlich. Müssen wir das machen? So, und dann müssen wir jetzt noch Extractor-Module bauen. Tadadi, tadata. Und das waren diese MK-Dinger, ne? Gut, müssen wir die halt noch bauen. Habe ich vergessen, tut mir leid. So, wie hießen die denn? Logistisches... Wo ist es denn? Logistisches Basisrohr, Bestellrohr, Versorgerrohr. Ich suche dieses ganz normale Mark 1. Hier ist es. Logistisches Modulgehäuse Mark 1. Das brauchen wir. Da brauchen wir ein Basisrohr und Redstone drumherum. Das sollte ja jetzt nicht so schwer sein. Redstone. Das habe ich echt komplett vergessen, dass das so funktionierte. Na gut. Ist jetzt nicht so tragisch. Tragischer ist, dass wir diese Extractor-Module bauen müssen. So. Extractor-Modul. Eieieieiei. Da brauchen wir Blank-Module für. Haben wir noch Blank-Module? Nein, haben wir nicht. Haben wir Extractor-Module? Haben wir auch nicht. Das müssen wir jetzt eigentlich alles nochmal bauen. Zweimal. Blank-Modul.
Goldnugget, Papier und Redstone. Goldnugget. Papier. Achso, das sind die Pages. Ja. Papier. Habe ich gesehen, 6 Stück, brauchen wir 12 Stück. Na, herzlichen Glückwunsch. Haben wir noch von diesem Dingenszeug? Ah, wie hießen die denn jetzt nochmal? Hier dieses Schilfrohr. Zuckerrohr hieß das, ne? Haben wir nicht mehr. Ah, müssen wir auf den Weg gehen. Hier draußen haben wir noch ein bisschen was. Das wird aber nie reichen, glaube ich. Weil 12 Papier brauchen wir. Craft. Doch, reicht. Papier. 3 Stück. So, Redstone haben wir noch in der Hand. Habe ich mich jetzt so verzählt? Verstehe ich nicht. Okay, alles klar. Habe ich mich anscheinend verzählt. So, 2 Blank-Module. Redstone, Lapislazuli und 2 Eisenzahnräder. Lapislazuli brauchen wir noch. 4, 8. Hat das geklappt mit dem Requesten? Nee, anscheinend nicht. So, jetzt aber. Perfekt. So, dann machen wir eben nochmal die Zahnräder. So, 2 Zahnräder, 2 Blank-Module, Lapislazuli und Redstone. 2 Extractor-Module. So wollen wir das doch haben. Da haben wir die Basisrohre, da haben wir die Module. Auf geht's. So, die müssen jetzt schon vollgelaufen sein wahrscheinlich. Ja, wirklich was tun. Achso, hier war ja. Ah, alles klar. Okay. So, hier packen wir jetzt die Extractor-Module rein. So. Die müssen wir jetzt an sich. Können wir die auch hier anschließen? Genau. Und dann können wir hier jetzt noch Eisenerz, Golderz, Kupfer, Zinn, Silber, zack. Zieht das auch raus? Gucken wir mal lieber hier. Ja, er zieht es raus. So, und jetzt werden unsere ganzen Sachen automatisch hergestellt und fertig gemacht. Und so soll das doch sein. So, dann gehen wir mal kurz auf die Seite. Hier können wir nämlich nochmal alles reintun, was wir hier haben. Zack, zack, zack. So. Perfekt.
Wunderbar. So soll es das sein. So, und dann können wir mal nach oben gehen. Und dann nochmal gucken. Meta. Jawohl, da haben wir noch ein bisschen was. Das können wir nochmal verbrauchen. Ein bisschen Kupfer herstellen. Zack. 20 Stück nochmal. So. So langsam. Das freut mich, dass es schon wieder so gut funktioniert jetzt. Und ich sehe gerade, dass ich schon 25 Minuten aufnehme. Boah, die Folge ist viel zu lang geworden. Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge.